Die heutige Ausgabe steht wieder ganz im Zeichen von SpaceX und ihren zahlreichen Projekten. Wir schauen uns heute an, was in Boca Chica bzw. Starbase so abgeht und werfen einen genaueren Blick auf die erste Raumfahrtmission der Geschichte, bei der nur Zivilisten an Bord einer Raumkapsel sind. Die vier Passagiere der SpaceX Dragon Kapsel werden mit der Falcon 9 in eine Erdumlaufbahn gebracht. Und zum Schluss habe ich wieder eine richtig coole Ankündigung für euch. Also unbedingt dranbleiben. Wenn dir Mars-Chroniken gefällt und du einen Mehrwert aus meinen Videos hast, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und einen Daumen hoch da lässt. Das motiviert mich noch mehr und hilft gleichzeitig, den Kanal immer professioneller zu gestalten. Ein herzliches Danke geht an alle meine Patrons und Kanalmitglieder, die mich unterstützen, obwohl oder gerade weil ich so eine kleine, aber unglaublich interessante Nische bediene. Und danke ErikX, dass ich deine Arbeit in mein Thumbnail einbauen durfte. Wenn du auf coole, realitätsnahe Renderings und Animationen von Starship stehst, dann unbedingt ErikX auf Twitter folgen. Auch Ove von SpaceX 3D Creation Eccentric leistet großartige Arbeit in diesem Bereich. Danke, dass ihr uns mit diesen tollen und arbeitsintensiven Inhalten versorgt. Alle Links in der Beschreibung des Videos unten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Die Idee für die heutige Ausgabe war ja, ein reguläres Starship-Update zu produzieren. Beim Anblick dieser Bilder aber wusste ich, dass wir heute einen Ausflug machen müssen. Hier sehen wir zwei Dassault Dornier Alpha und zwei Aero L39 Albatross Jets, die während eines Trainingsfluges einen Tiefflug über Starbase hinlegen. Schaut mal, wie diese vier frechen Vögel versuchen, mit den Jets mitzuhalten. Unglaubliche Aufnahmen von nasaspaceflight.com. Danke an Mary, Jack, Michael und alle anderen vor Ort, die den rasanten Fortschritt von SpaceX für die Weltgeschichte dokumentieren. Aber was noch viel interessanter ist, ist, wer in diesen Jets drin sitzt. Nämlich die vier designierten Passagiere der Inspiration 4 Mission. Inspiration 4 ist SpaceXs erste vollzivile Mission. Dabei schickt SpaceX die vier Zivilistinnen und Zivilisten auf eine mehrere Tage andauernde Reise im Erdorbit. Die vier sollen am Mittwoch, dem 15. September um 2 Uhr in der Früh unserer Zeit an Bord der Crew Dragon Kapsel Resilience auf einer Falcon 9 in die Erdumlaufbahn geschossen werden. Die besagte Kapsel ist bereits bei der Crew 1 Mission im Mai dieses Jahres zum Einsatz gekommen. Es ist auch schon der nächste Flug nach Inspiration 4 gebucht, nämlich die Axiom Mission 1. Ich werde den Start auf jeden Fall streamen. Wer um die Uhrzeit schläft, sollte noch einmal über seine Wertehierarchie nachdenken. Nein, natürlich nicht. Wer es verpasst, kann es sich ja am nächsten Tag anschauen. Ich finde, sie haben eine sehr interessante Crew. Deswegen schauen wir uns mal an, wer diese vier Menschen sind. Vorweg, der Name der Mission ist an die vier Crewmitglieder, die jeweils eine Tugend repräsentieren, angelehnt. Die ganze Aktion soll Aufmerksamkeit und die damit verbundenen Geldmittel auf die Arbeit des St. Jude Kinderkrankenhauses in Memphis, Tennessee richten. Das ist doch schon mal cool, wenn es einen karitativen Zweck gibt. Es ist immer gut, an der Gesundheit von Kindern zu forschen. Aber warum ausgerechnet dieses Krankenhaus? Dazu kommen wir gleich. Das Kommando hat der 38-jährige Milliardär und Stifter der Mission Jared Isaacman. Also er ist der Gönner dieser Mission. In anderen Worten, er zahlt dieses Spektakel. Aber wer ist dieser Kerl eigentlich? Bislang hatte ich noch nichts von ihm gehört. Er ist aber eine sehr interessante Persönlichkeit. Die Säule der Mission, die er repräsentiert, ist Leadership oder auf Deutsch Führung. Mir ist schon bewusst, dass dieses Wort im Deutschen eine problematische Stellung hat, aber in der restlichen Welt hat man nicht so viele Probleme mit diesem Wort. Ich denke auch, dass eine gute und moderne Führung von Teams auf Augenhöhe viel wert und damit eine Tugend ist. Jared Isaacman ist selbst erfahrener Pilot und Abenteurer. Er flog bereits bei hunderten Flugshows, denen er immer einen karitativen Zweck zugrunde legt. Wie auch dieses Mal. Soweit, so gut. Woher hat er aber dieses ganze Geld? Zum einen hat er 1999 mit 16 Jahren Shift 4 Payments, ein Zahlungsverarbeitungsunternehmen, gegründet, welches mittlerweile über 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.
Zum anderen hat er 2011 mitbegründet, was später Draken International werden sollte. Jetzt wird es interessant. Draken International ist ein privates Unternehmen, welches für das US-Militär diverse Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Dazu gehören unter anderem die Ausbildung von Kampfpiloten und die Zurverfügungstellung von Luftfahrzeugen. Man kann also sagen, dass dieser Mann eine eigene Luftwaffe und unglaubliches Know-how angesammelt hat. Es ist nichts Neues, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass Teile der militärischen Ausbildung an private Unternehmen ausgelagert werden. Das ist aber kein US-Ding. Sie haben auch schon Aufträge der französischen Marine an Land ziehen können. Mittlerweile betreibt Draken International zahlreiche Standorte in Nordamerika, Europa und Grönland. Also kurz, Jared Isaacman hat sein Vermögen im Bankenwesen und mit staatlich-militärischen Aufträgen gemacht. Elon hat auch mit PayPal einen Batzen Kohle verdient. Und nun verdient er mit SpaceX und den militärischen Missionen ebenfalls einen großen Haufen. Wer meinen Kanal schon länger schaut, weiß, wie ich zum Militär stehe. Es ist schon gut, eine gewisse Souveränität zu haben, aber man kann es auch übertreiben. Speziell, wenn private und kommerzielle Interessen hineinspielen. Nichtsdestotrotz formt das Militär oft die Speerspitze bei der Erforschung neuer Technologien. Und wenn Geldmittel über einen militärischen Umweg in technologischen Fortschritt gesteckt werden, dann freue ich mich auch. Haley Arsenault repräsentiert den zweiten Missionspfeiler Hoffnung. Was jetzt kommt, hat mich echt berührt, als ich es gelesen habe. Sie wurde mit 10 Jahren mit einem Osteosarkom diagnostiziert. Ein Osteosarkom wird auch osteogenes Sarkom genannt. Umgangssprachlich wird es medizinisch nicht ganz korrekt als Knochenkrebs bezeichnet. Es handelt sich aber um den häufigsten bösartigen Knochentumor. Hier sind die Zellen dazu in der Lage, Knochen und unverkalkte Knochensubstanz zu bilden. Sie wurde ins anfangs erwähnte St. Jude Kinderkrankenhaus in Memphis, Tennessee zur Behandlung gebracht. Nach der Chemotherapie und einem chirurgischen Eingriff geht es ihr nun gut und sie arbeitet selbst als Arztassistentin dort. Das gibt einem doch Hoffnung zu hören, dass wir Krebs besiegen können. Und besonders schön finde ich auch, dass sie jetzt in jener Einrichtung arbeitet und das Leben von Kindern rettet, welches ihr auch das Leben gerettet hat. Solche Geschichten lassen mich wieder an die Menschheit glauben. Chris Zembrowski repräsentiert die Großzügigkeit. Er ist ein langjähriger Verfechter der zivilen Raumfahrt. Er hat in Washington DC dafür gekämpft, dass SpaceX, Blue Origin und Co. heute existieren können. Er hat selbst an simulierten Space Shuttle Missionen teilgenommen und einen erheblichen Beitrag zur Raumfahrt geleistet. Er hat sein Leben der Raumfahrt verschrieben. Als Spezialist für alles, was man während einer solchen Reise braucht, ist er eine gute Ergänzung fürs Team. Und das vierte Crewmitglied ist Dr. Sian Proctor. Sie repräsentiert Prosperity oder zu Deutsch Wohlstand oder das Wohlergehen. Als Geowissenschaftlerin, Entdeckerin und Spezialistin für wissenschaftliche Kommunikation ist sie das perfekte vierte Teammitglied. Sie ist außerdem künstlerisch angehaucht und hat an zahlreichen analogen Raumfahrtmissionen teilgenommen. Wenn du wissen willst, was analoge Missionen sind, dann kann ich dir meinen Live-Talk mit Olivia Haider empfehlen. Dort haben wir über die im Oktober kommende analoge Mars-Mission Amadee 20 in der israelischen Negev-Wüste geredet. Sehr interessantes Gespräch über die Herausforderungen einer Mond- bzw. Mars-Mission. Ich verlinke euch das Gespräch hier in der Infobox. Dr. Sian Proctor kommt aus bescheidenen Verhältnissen und zeigt, dass man mit harter Arbeit, Fleiß und einer Prise Begeisterung Großartiges vollbringen kann. Sie war 2009 in der finalen Runde der Astronautenauswahl der NASA. Sie hat auf Twitter ein schönes Gedicht, eine Art Ode an die Raumfahrt veröffentlicht. Echt nett, mit ein wenig Witz und gekonnt vorgetragen. Richtig coole Crew, oder nicht? Was hältst du davon? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Ach ja, und habe ich erwähnt, dass sie in einem Orbit um die Erde fliegen werden? Also dieses Mal fliegen die Passagiere mehrere Tage lang um die Erde. Ich möchte jetzt nicht die Errungenschaften von Virgin Galactic und Blue Origin klein machen. Sie haben viel vorzuweisen. Aber diese Mission lässt Blue Origins und Virgin Galactics Flüge ins All wie Jahrmarktattraktionen auf Steroide aussehen.
Und hier gibt es keine Diskussion darüber, ob der Flug auf 70 oder 100 Kilometer geht. Sie werden Orbitalgeschwindigkeit, also rund 27.000 Kilometer pro Stunde und mehrere hundert Kilometer Höhe erreichen. Ich bin gespannt, ob sich Jeff Bezos' Blue Origin wieder etwas einfallen lassen wird. Nachdem sie aber vor kurzem die seltsamen Grafiken aus ihrem Twitter-Feed entfernt haben, denke ich, dass sie es vielleicht verstanden haben. Man vermutet in der Szene, dass sie einen neuen Praktikanten mit Twitter betraut haben. Aber das ist nur zynischer Schmäh. Okay, genug zu Inspiration 4. Schauen wir nun, was SpaceX in den letzten Tagen in Boca Chica getrieben hat. Wie immer gibt uns die neueste Grafik von Brandon Lewis auf Twitter veröffentlicht einen guten Überblick über die Situation. Das orbitale Tanklager steht vor seiner Vervollständigung. Aktuell wird in der Werkstraße nur noch an GSE Tank 8 gearbeitet. Die restlichen Tanks stehen alle bereits auf den designierten Fundamenten. Der Wassertank steht und die beiden Sauerstofftanks haben sogar schon ihre Schutzhüllen. Die übrigen Schutzhüllen sind neben der Werkstraße so gut wie fertig. Der Sauerstofftank von B3 steht noch immer schwer vernachlässigt auf dem Teststand A. Hin und wieder wird ihm das eine oder andere Teil geplündert. Der Methantank wurde schon verschrottet und sobald jemand Zeit hat, wird B3 in Stücke geschnitten und verschrottet werden. Oder sie haben noch etwas mit dem intakten Tank vor. Wer weiß. Der Fokus liegt aber im Moment noch immer auf der Fertigstellung der Infrastruktur. Elon bezeichnet sie gerade als die Stufe 0. Was das heißt, ist, dass die Errichtung der Infrastruktur um ein Vielfaches komplizierter ist, als die Rakete selbst zu bauen. Und die Rakete zu bauen ist schon kompliziert. Mit jeder Starship-Iteration und jedem Flug werden sie Erfahrungen sammeln und der Infrastruktur dementsprechende Upgrades verpassen. So lange, bis alles reibungslos funktioniert und jeder Startplatz verlässlich beinahe im Stundentakt Raketenstarts ausrichten kann. Schreib mir in die Kommentare, was du denkst, dass wir sehen werden. Wir schauen uns gleich einiges an, das uns die unglaubliche Komplexität veranschaulicht. Zu den einfachsten Aufgaben gehört zum Beispiel die groß angelegte Sanierung des Highway 4. Diese wurde in den vergangenen 2 Jahren stark belastet. Und jetzt bekommt sie eine wohlverdiente Behandlung. Der über 140 Meter hohe orbitale Startturm wurde mit dem sogenannten Quick Disconnect Arm, also dem Versorgungsarm, ausgestattet. Innerhalb weniger Stunden war dieses massive Gebilde installiert. Ich nenne dieses Bild das Ballett der Kräne. Ich wäre vermutlich schon damit überfordert, den Kran in Betrieb zu nehmen. Aber hier helfen mehrere Kräne zusammen, um den Quick Disconnect zuerst zu drehen, damit ihn Frankencrane packt und an seine Stelle hieft. Wenn wir genauer hinsehen, sehen wir überall Leitungen. Aber hier sind 2 besonders auffällige, isolierte Leitungen. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten das die 2 Hauptleitungen für flüssigen Sauerstoff und Methan sein. Noch bewegt sich der Arm nicht. Aber dank OVS-Animationen von SpaceX 3D Creation Eccentric bekommen wir frühzeitig einen Eindruck. Das nächste, was sehr aufwendig und fortgeschritten aussieht, ist der Booster Quick Disconnect auf dem Starttisch. Diese Animation von OVE zeigt uns, wie es funktionieren könnte. Ich glaube, das ist schon ziemlich akkurat. Wir wissen ja, dass die Fangarme den Booster ausrichten können. Dazu gleich mehr. Aber kann es der Starttisch auch, also den Booster, ausrichten? Hier auf der Landezone sehen wir noch diese gigantische Konstruktion. Das ist Teil des Boosterfängers. Elon tweetete dazu: SpaceX wird versuchen, das größte fliegende Objekt der Geschichte mit Roboterstäbchen zu fangen, angelehnt an Mr. Miyagis Fähigkeiten aus dem Film Karate Kid. Er fügte hinzu: Erfolg ist nicht garantiert, aber Spannung schon. Ich glaube, das kommt hin. SpaceX ist wirklich wie der Mr. Miyagi der Raumfahrt. Manchmal weiß man nicht genau, was sie machen oder warum sie es machen. Vielleicht wissen sie es selbst oft nicht. Aber am Ende offenbart sich immer der Sinn. Um den Booster auch nach dem Fangen noch weiterhin ausrichten zu können, werden die Arme vermutlich mit einer Mischung aus einem Laufband und einem Panzerkettenantrieb ausgestattet sein. Hier hat uns OVE wieder diese Animationen erstellt. Und wann kommt der Mr. Miyagi-Turm endlich zum Einsatz? Nun, dazu zwitscherte Elon auch bereits, dass sie Booster 5 hoffentlich schon versuchen zu fangen. Booster 4 wird nur eine weiche Landung auf dem Wasser hinlegen. Ist euch klar, was das bedeutet? Das ist gleich der nächste Booster nach B4.
Und B4 ist bereits wieder mit allen 29 Triebwerken ausgestattet und wird, während ich mit dieser Ausgabe beschäftigt bin, wieder auf den orbitalen Starttisch gehoben. B4 wurde in den letzten Tagen mit diesen Abdeckungen über den Ventilen ausgestattet. Elon hatte schon angekündigt, dass sie die Ventile zum Orientieren verwenden werden. So einfach und elegant sieht die erste Iteration dieses Konstruktes aus. Anstatt ein eigenes System einzubauen, nutzen sie einfach das, was gezwungenermaßen schon vorhanden ist. Genial! Nachdem B4 jetzt den Hochschutz verlassen hat, können sich die Crews nun auf den Bau von Booster 5 konzentrieren. Dieser wurde auch schon in Form dieses vorderen Segments gesichtet. Das Schiff soll ja auch mit Hilfe der Arme gefangen werden. Dazu verrät uns Elon auch, dass sie vielleicht das Schiff ebenfalls mit diesen Tragepins ausstatten werden, wie sie der Booster auch schon hat. Aber das ist alles ungewiss. Schauen wir mal nach S20. Dieser sitzt ganz entspannt auf dem Teststand B und lässt sich von allen Seiten verwöhnen. Ein paar Teams sind rund um die Uhr mit den Hitzeschutzkacheln beschäftigt, andere Teams kümmern sich um die Elektronik, wieder andere um die Leitungen diverser Art. Nach und nach verschwinden die Markierungen, die den Mitarbeitern zeigen, welche beschädigt, verzogen oder sonstiges sind. Ich stelle mir das richtig anstrengend vor, Tag und Nacht auf 40 Meter Höhe auf diesem wackeligen Lift zu arbeiten. Respekt an diese Kollegen hier. Währenddessen haben weitere Mitarbeiter mit dem Einbau der Raptor-Triebwerke in S20 begonnen. Sein Nachfolgermodell S21 hat auch schon eine AFT-Sektion. Auf der Seite von Cameron County ist nur eine zeitweise Sperre am Freitag, dem 10. September angekündigt. Aber ich denke nicht, dass ein Vormittag für Tests reicht. Vielleicht ist die Sperre für GSE Tank 8. Darüber haben schon viele berichtet, aber ich möchte euch das auch gerne zeigen. Max hat auf Twitter diese Bilder gepostet. Darauf ist ein Kettenantrieb zu sehen, vermutlich für einen Kran. Er ist im SpaceX-Stil gehalten, schwarz mit einem weißen X. Elon hat schon bestätigt, dass es sich um ihren neuen Kran handelt. Die Lieferung wurde in der Nähe von Magdeburg gesehen und war Richtung Norden unterwegs. Vermutlich um im Hamburger oder Rotterdamer Hafen auf ein Schiff verladen zu werden. Von dort geht es dann vermutlich per Schiff in den Golf von Mexiko. Zu guter Letzt möchte ich euch den Anblick dieser drei Raptor-Triebwerke nicht vorenthalten, die von der Werkstraße zum Testgelände gebracht werden. Ist das nicht herrlich? Und jetzt, meine Lieben, kommen wir zur Ankündigung. Am Donnerstag, dem 9. September, habe ich Moritz von Senkrechtstarter und Micha von Astrodrom eingeladen, mit mir über die aktuell boomende Microlauncher-Branche, speziell in Deutschland, zu reden. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau dir gerne meine Ausgabe zu den Microlaunchern an. Ich verlinke es hier in der Infobox. So, und jetzt möchte ich mich noch einmal gerne bei allen meinen Patrons und YouTube-Kanalmitgliedern für eure Unterstützung bedanken. Ganz besonderer Dank geht an Kurt. Danke für deine Patreon-Mitgliedschaft. Und danke Dynamite Harry. Danke, dass du Missionsspezialist auf Mars-Chroniken geworden bist. Ihr macht es möglich, dass ich immer besseren Content für euch produziere. Mit dieser Meldung kommen wir auch schon zum gesponserten Teil der heutigen Ausgabe. Ich habe mir einen Medienpartner ins Raumschiff geholt. Seit einigen Wochen kann man einige meiner Ausgaben in Form eines Artikels auf wada.at nachlesen. Dort findest du auch andere interessante Artikel zu den verschiedensten Themen. Gutscheine, Gewinnspiele und vieles, vieles mehr. Also schau gerne mal rein. So, meine Lieben, damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.